Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als uns die Nachricht von dem schrecklichen Verbrechen in Paris erreicht hat, waren wir zunächst fassungslos und konnten es gar nicht glauben. Dass Terroristen in eine Redaktion eindringen, die Namen der einzelnen Journalisten aufrufen und beim Namensaufruf erschießen. Das ist eine Qualität, die wir so bisher noch nicht erlebt haben. Und wir alle verneigen uns vor den Angehörigen der Opfer, vor unseren französischen Freunden. Und ja, es ist völlig richtig, dass wir als eine erste Konsequenz aus diesem furchtbaren Verbrechen sagen müssen, wir stehen in Europa zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass wir zusammenstehen, das hat die Demonstration oder der Zug durch Paris am vergangenen Sonntag so eindrucksvoll gezeigt. Dass wir zusammenstehen in Europa bei einer vielleicht der größten Herausforderungen, um Menschlichkeit und Demokratie durchzusetzen, haben wir am vergangenen Dienstag am Brandenburger Tor erlebt. Aber dass wir zusammenstehen, und dies hat mich in besonderer Weise beeindruckt, dass hier in Berlin und in anderen Städten in Deutschland Menschen zu Tausenden zusammengekommen sind, spontan, ohne dass irgendjemand es organisiert hat. Was sich da am Brandenburger Tor gezeigt hat, das ist ein Deutschland, auf das wir stolz sein können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es waren alle aus der Gesellschaft dabei, alle Religionsgruppen. Und dies hat mich beeindruckt. Und das ist auch der Satz des Bundespräsidenten am Abschluss seiner Rede, der uns leiten muss. Wir alle, die wir hier in Deutschland leben, Muslime, Juden, Christen, alle anderen Religionsgruppen, wir alle sind Deutschland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es gibt Ereignisse in der Politik, im persönlichen Leben, wo nachher nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und viele von uns spüren, dass das, was da in Paris geschehen ist und was an Solidaritätskundgebungen bei uns auch geschehen ist, dass dies vielleicht einiges verändern könnte, was wir in dieser Geschwindigkeit zunächst gar nicht zu hoffen gewagt haben. Ich habe bei den vielen Begegnungen mit Christen, Muslimen, Hindus und anderen in dieser Welt erlebt, was es bedeutet, wenn man wegen seines Glaubens, seiner Einstellung bedrängt und verfolgt wird. Und ich habe immer wieder auch erlebt, wenn es Anschläge auf Kirchen und andere Einrichtungen gab, dass die Reaktionen unterschiedlich oder zögerlich waren. Aber umso mehr müssen wir und anerkennen wir auch, dass jetzt bei dem, was passiert ist, Muslime sich eindeutig von der Gewalt distanziert haben. Das war eine mich bewegende Veranstaltung des Zentralrats, wo gesagt wurde, Mord, Terrorismus hat mit dem Islam nichts zu tun. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ist die Diskussion, die notwendige Diskussion und die auch schwierige Diskussion noch lange nicht beendet. Sie wird weitergehen und sie muss weitergehen. Und da stimme ich all denen zu, die heute Morgen gesprochen haben und haben gesagt,
dass dies eine Aufgabe der Muslime selbst ist, dass wir sie dabei unterstützen, indem wir anerkennen, dass sich da etwas bewegt. Aber es muss auch klar sein, und dies ist gesagt worden vom Bundestagspräsidenten, von der Bundeskanzlerin, dass die Werte, die Menschenrechte, die wir durch französische Revolution und Aufklärung für uns gewonnen haben, die Vorgenerationen für uns erstritten haben, dass die nicht zur Disposition stehen dürfen und nicht zur Disposition stehen. Und wir dürfen auch nicht zulassen, was immer wieder jetzt unternommen wird, dass universale Menschenrechte jetzt von einigen auf einmal als eine Errungenschaft des Westens gesehen werden, die mit anderem gar nichts zu tun haben. Ich erlebe immer wieder in Gesprächen, dass man sagt, eure Menschenrechtsposition hat mit unserem kulturellen Verständnis nichts zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die universellen Menschenrechte sind in der Menschenrechtscharta der UNO niedergelegt. Und die haben nur nichts mit kulturellem Verständnis im einen oder anderen Land zu tun. Und das müssen wir verteidigen. Und in dieser Menschenrechtskonvention 1948, im letzten Jahrhundert also beschlossen, dort stehen Erkenntnisse drin, die wie in die heutige Zeit hineingesprochen sind. Jeder hat das Recht, seinen Glauben frei und unbedrängt öffentlich zu leben. Und dazu gehört natürlich auch, nichts zu glauben. Auch dies ist geschützt. Und dort steht auch drin, dass jeder ausdrücklich, dass jeder das Recht hat, seinen Glauben auch frei zu wechseln, dass es ein Menschenrecht ist, seinen Glauben zu ändern, dass dies genau dazugehört. Und fast alle Länder dieser Welt, bis auf ganz wenige, haben das unterschrieben. Und man ist immer wieder erstaunt, dass selbst Länder, die diese Menschenrechtskonvention unterschrieben haben, die Menschenrechte in ihrem Land nicht oder nicht ganz durchführen. Und deswegen haben wir die Verpflichtung, immer wieder darauf hinzuweisen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe schon vor vielen, vielen Jahren darauf hingewiesen, dass es nirgendwo in der Welt Freiheit gibt, wo es die Religionsfreiheit nicht gibt. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, durch Erkenntnisse von Reisen, die ich unternommen habe, dass das Verweigern von Religionsfreiheit, die Menschen zu unterdrücken, dass sie ihren Glauben nicht frei leben dürfen, dass dies Anlass ist für größte Auseinandersetzungen. Und deswegen gerade in dieser Zeit muss das gesagt werden. Und dazu gehört natürlich auch klar, wer für Religionsfreiheit weltweit eintritt, der tritt natürlich auch für Religionsfreiheit in unserem Land ein. Und ich will mich gar nicht über Inhalte der einzelnen Religionen unterhalten, sondern ich sage nur, Religionsfreiheit bedeutet in unserem Land, dass jeder das Recht hat, seine Gebetshäuser und Gotteshäuser zu bauen. Und das heißt, natürlich haben die Muslime unterstützt von uns das Recht, hier ihre Moscheen zu bauen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber dann gehört auch dazu, und das muss ich sagen, nachdem der türkische Ministerpräsident in dieser Woche Deutschland besucht hat, so wie wir wollen und dafür eintreten, dass die Muslime ihre Moschee hier bauen dürfen, so wollen wir, dass die Christen in der Türkei auch ihre Kirchen bauen dürfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist noch längst
nicht erreicht. Aber wenn wir heute zu Recht immer wieder gehört haben, völlig zu Recht gehört haben, dass unsere Werte nicht preisgegeben werden dürfen, und dazu gehören natürlich die Freiheitsrechte und das zentrale Recht der Pressefreiheit. Wie wichtig die Pressefreiheit für eine freie Gesellschaft ist, aber nicht nur die Pressefreiheit, sondern auch die Freiheit der Kunst, seine Meinung auszudrücken. Es wäre furchtbar, wenn Schriftsteller in Zukunft, bevor sie ihre Bücher veröffentlichen dürfen, irgendwie prüfen lassen müssen, ob das geht. Das geht überhaupt nicht. Die Freiheit von Presse, Kunst und Kultur muss geschützt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, da gehört auch leider Gottes manches Land in unserer unmittelbaren Nachbarschaft dazu, dann sehen wir, dass die Pressefreiheit genau von denen besonders gefürchtet wird, die Menschenrechte und Freiheit in ihrem Land nicht 100% verwirklichen. Und deswegen muss dafür in besonderer Weise eingetreten werden. Und da kann es natürlich sein, dass da Dinge geschehen, die nicht jeder richtig und gut findet. Und die Bundeskanzlerin hat darauf hingewiesen, dass zur Freiheit Verantwortung gehört. Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und natürlich muss sich da jeder prüfen, wo Grenzen sind. Aber dies kann nicht gesetzlich festgelegt werden. Ich will nicht gesetzlich festlegen, dass diese oder jene Karikatur nicht zulässig ist. Überhaupt nicht. Trotzdem sage ich, wir alle haben allen Grund, uns immer wieder zu prüfen, wie nahe wir einem anderen treten dürfen in der Ausnutzung unserer Freiheit. Und ich kann nur darauf hinweisen, besondere Sorgfalt muss darauf gelegt werden, mit den religiösen Gefühlen und den heiligsten Symbolen einer Religion nicht verantwortungslos zu spielen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das kann nicht durch eine Verschärfung von Gesetzen erreicht werden, sondern da ist dann die Gesellschaft aufgerufen, zu widersprechen und zu sagen, ich will zwar, dass dies möglich ist, aber ich akzeptiere es nicht, dass dies gemacht wird. Und da haben wir manchmal allen Grund einzutreten, wenn christliche Symbole in dieser Weise angesprochen werden. Aber es wäre auch schön, wenn der ein oder andere auch mal Muslime versteht und in Schutz nimmt, wenn deren heiligsten Symbole ebenfalls attackiert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben, glaube ich, hier in der Bundesrepublik Deutschland die Verantwortlichen in der Regierung, aber auch in der Koalition angemessen reagiert. Natürlich muss sich eine Regierung, aber auch ein Parlament die Frage vorlegen, können wir noch etwas tun, können wir noch etwas verbessern, um das Risiko eines solchen Anschlages zu verringern, ganz ausschließen lässt es sich überhaupt nicht. Und da finde ich schon, dass die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, um ausreisebereite junge Menschen daran zu hindern, auszureisen, oder wenn sie einreisen, sie zu beobachten, den Personalausweis für die Ausreise zu entziehen, richtig. Aber wir müssen uns doch auch die Frage vorlegen, wenn alle für die Sicherheit relevanten Persönlichkeiten unabhängig von parteipolitischer Zugehörigkeit sagen, dass wir die Möglichkeiten, Kontaktdaten zu prüfen und daraus Erkenntnisse zu erzielen, verbessern müssen mit dem Begriff der Vorratsdatenspeicherung. Und da möchte ich mal mit einem Missverständnis aufräumen.
das auch Sie, Herr Hofreiter, wieder angesprochen haben. Eine sogenannte, der Begriff gefällt mir gar nicht, aber bisher ist nichts Besseres auf den Markt gekommen. Vorratsdatenspeicherung ist kein Präventionsinstrument, sondern es ist eines von vielen möglichen Ermittlungsinstrumenten. Und wir wüssten manches nicht, auch in Frankreich nicht. Und da kann ich nur darauf hinweisen, dass man jetzt die ein oder andere Erkenntnis hat, wie groß war die Zelle, mit wem haben die telefoniert, nur durch das Hinzugehen zu den Daten kommt. Und jetzt kann ich nur sagen, es ist doch, wir reden das in aller Ruhe, aber seit es bei unseren Providern, Kommunikationsgesellschaften, Flatrates gibt, werden Sie niemanden mehr finden. Denn da gibt es Flatrates, wo innerhalb von wenigen Stunden alle Daten gelöscht sind. Ja, wie wollen Sie denn überhaupt Verbrechen im Internet finden, wenn niemand mehr eine Spur im Internet hinterlässt? Und deswegen müssen wir uns schon mit der Frage beschäftigen, ob wir eine solche Möglichkeit nutzen wollen oder nicht. Und ich bin dankbar dafür, dass es offenbar auch Bewegungen gibt, natürlich in den verfassungsrechtlichen Grenzen hier etwas zu tun. Und den Eindruck, auch den Menschen zu sagen, jawohl, wir tun das, was möglich ist, ist auch ein wichtiger Hinweis darauf, dass Menschen nicht mit angemessenen Formulierungen in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Und da will ich nur sagen, weil es auch mehrfach angesprochen worden ist, Pegida und andere, wir haben uns davon klar distanziert, von den Äußerungen, die dort fallen. Und ich bekomme jeden Tag Hunderte von E-Mails, weil ich gesagt habe, was dort streckenweise formuliert wird, ist unakzeptabel. Und das sage ich noch einmal. Da fallen Äußerungen, die wir nicht akzeptieren dürfen und denen wir auch widersprechen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber was mich doch etwas befremdet hat, dass heute Morgen in dieser Debatte wieder einmal über diese Gruppe gesprochen wurde, aber dass am letzten Samstag mehr in Dresden 35.000 Menschen auf dem Platz waren, als Pegida hier hinbringt. Darüber sollten wir häufiger reden, dass es mutige Leute gibt, die sich bekennen zu diesem Rechtsstaat, zu Offenheit, zu Liberalität und zu Toleranz. Darüber müssten wir häufiger sprechen und darüber müssten auch die Medien häufiger berichten. Nicht über die Gruppe, die unser Land nicht repräsentiert, sondern häufiger über diejenigen, die das repräsentieren, was die allermeisten Menschen in diesem Land auch für richtig halten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, einen letzten Hinweis. Herr Kollege Oppermann, wenn ein Koalitionspartner will, dass man über ein Thema redet, redet man darüber. Das gilt für Sie und das gilt auch, wenn wir etwas wollen und darüber reden. Aber eins möchte ich schon sagen. Es ist in der Diskussion um ein sogenanntes Zuwanderungs-Einwanderungsgesetz der Eindruck erweckt worden, als ob wir uns im völlig rechtsfreien Raum bewegen. Und das ist über Nein, der Herr, heute Morgen hat der Kollege Oppermann gesprochen, Frau Kollegin. Und da will ich mal nur sagen, man kann ja aus Ihrer Sicht sagen, wir wollen das eine oder andere anschauen. Aber wir haben ein ganzes Paket von Regelungen für Zuwanderung und Einwanderung. Da gibt es keinen rechtsfreien Raum. Und es, mit Recht haben Sie darauf hingewiesen, dass ohne die Einwanderung und Zuwanderung unsere Sozialversicherungssysteme anders aussehen, Arbeitsplatz und vieles. Dann kann man doch nicht auf der einen Seite sagen, da hat es was gute Entwicklung gegeben, was stimmt. Und auf der anderen Seite sagen, es gibt überhaupt keine Regelung, deswegen müssen wir was machen. Da rate ich auch hier für ein größeres Maß an Gelassenheit. Wir haben sehr viel gemacht. Und jetzt will ich noch einen Punkt sagen. Wir haben dafür gesorgt, dass schneller jetzt die Asylverfahren laufen und dass schneller die Menschen, wenn sie dann hier sind, auch in Arbeit kommen können. Das ist so schön formuliert worden.
Aber jetzt kommt es darauf an, das umzusetzen. Und da kann ich nur sagen, es wäre eine große Tat und auch notwendig, damit Menschen nicht in der Isolation leben und auf dumme Gedanken kommen, dass wir all diejenigen, die Arbeit und Ausbildung suchen, auch dahin bringen. Das ist mein erster Punkt. Nicht über neue Zuwanderung reden, sondern die, die da sind, jetzt endlich mal in Arbeit zu bringen und in die Gesellschaft zu integrieren. Da viel zu machen, da sage ich, haben wir eine große Aufgabe vor uns. Und dieser Aufgabe werden wir uns stellen. Da sind wir an Ihrer Seite. Volker Kauder war das, der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt für die SPD-Fraktion, deren Abgeordnete Eva Högel. Eva Högel ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Anschläge in Paris waren ein Angriff auf wehrlose Menschen. Sie waren ein Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Morde waren aber vor allen Dingen ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft, unsere Werte und unsere Demokratie. Wir alle waren gemeint mit diesen Anschlägen. Die Attentäter wollen eins erreichen. Sie wollen die Menschen in Frankreich, auch hier in Deutschland, uns alle in Europa, in der Welt, tief verunsichern, und sie wollen unsere Gesellschaft spalten. Meine Damen und Herren, das wird Ihnen nicht gelingen. Für uns ist klar, unsere demokratische Gesellschaft darf sich nicht einschüchtern lassen. Freiheit und Rechtsstaatlichkeit lassen wir uns nicht nehmen. Wir werden die Freiheit nur dann verteidigen können, wenn wir eine offene und freie Gesellschaft erhalten, in der Presse- und Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Einwanderung und Vielfalt selbstverständlich sind. Deshalb reagieren wir auf Terror, auf Morde, auf Extremismus mit Augenmaß und mit den Mitteln unseres Rechtsstaats, denn wir sind nicht wehrlos. Und es gibt überhaupt keinen Grund für hektischen gesetzgeberischen Aktionismus. Die Gefahr von gewaltbereiten Extremisten, die aus Kriegsgebieten in Syrien und Irak nach Deutschland zurückkehren, ist uns bekannt. Und unsere Sicherheitsbehörden sind hier auch sehr wachsam und handlungsfähig. Wir bekämpfen Terrorismus ganz entschieden und haben schon Wochen vor den Anschlägen wichtige Regelungen zur Terrorismusbekämpfung auf den Weg gebracht. Ich erwähne noch einmal, dass im Herbst der Bundesinnenminister ein sehr weitgehendes Betätigungsverbot des IS erlassen hat und neben der Kennzeichnung von IS die Unterstützung und auch die Sympathiewerbung nunmehr strafbar ist. Gestern hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet, der vorsieht, ausreisewilligen Dschihadisten neben dem Reisepass auch den Personalausweis zu entziehen, wenn sie unter dem Verdacht stehen, terroristische Aktivitäten zu verfolgen. Eine Ausreise über die Türkei, beispielsweise in den Nahen Osten, ist dann nicht mehr möglich. Und künftig werden radikale Islamisten sich auch dann strafbar machen, wenn sie Deutschland verlassen wollen, um sich an Gewalttaten im Ausland zu beteiligen und für die Teilnahme an einem Camp ausbilden lassen. Damit setzen wir eine UN-Resolution um, und wir werden mit einem eigenständigen Straftatbestand der Terrorismusfinanzierung die Finanzquellen von Terroristen trockenlegen. Das sind drei wichtige Maßnahmen zur Terrorbekämpfung, die wir auf den Weg gebracht haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden auch den Verfassungsschutz schlagkräftiger machen, und das ist auch dringend erforderlich. Wir haben im NSU-Untersuchungsausschuss gesehen, dass es viele Unzulänglichkeiten bei den Nachrichtendiensten gibt und insbesondere die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzämter in Bund und Ländern verbessert werden muss. Und wir werden auch die personelle und technische Ausstattung der Sicherheitsbehörden weiter verbessern. Und eins ist auch sehr wichtig, die europäische Kooperation. Wir begrüßen ganz ausdrücklich als SPD auch den Beschluss der EU-Innenminister von Paris vom Sonntag, gemeinsam und in enger Abstimmung in Europa gegen Terror vorzugehen. Denn für uns gilt, wir brauchen in Europa mehr Zusammenarbeit und nicht weniger. Und wir bauen die Prävention aus und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Wir werden alles dafür tun, dass kein junger Mensch sich menschenfeindlichen und gewalttätigen Organisationen anschließt. Und wir unterstützen alle Aktivitäten, die den interreligiösen Dialog fördern und die sich gegen Hass und gegen Gewalt engagieren. Und wir reden nicht nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern wir handeln auch. Wir haben deshalb das so wichtige Programm Demokratie leben aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit und Aktivitäten zur Demokratieförderung ganz deutlich unterstützt, indem wir für dieses Jahr insgesamt 50 Millionen Euro dafür bereitstellen. Das ist eine ganz starke Aussage und ein wichtiger Beschluss dieses Bundestags gewesen, weil wir damit viele Initiativen, Verbände und Vereine sehr wirksam unterstützen können bei der Förderung von Demokratie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere gemeinsame Antwort auf Terror ist Sicherheit und Zusammenhalt, Freiheit ohne Angst. Und diesen Weg werden wir gemeinsam weitergehen. Herzlichen Dank. Eva Högel war das, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Gerda Hasselfeld, die der CSU-Landesgruppe innerhalb der CDU-CSU-Fraktion vorsteht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anschläge in Paris haben uns alle erschüttert und fassungslos gemacht. Unsere Gedanken sind in diesen Tagen bei den Opfern und deren Familien. In der Debatte ist schon zum Ausdruck gekommen, und ich will es auch meinerseits unterstreichen, unbestritten ist, diese Anschläge waren Anschläge auf unsere Freiheit, auf unsere Werte, auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir miteinander umgehen. Es waren Anschläge auf die offene Gesellschaft in der westlichen Welt. Und so groß die Trauer und die Betroffenheit auch ist, die Reaktion der Menschen in Paris, in Berlin, in vielen anderen Städten Europas, ja in der ganzen Welt, die Reaktion der Menschen, die macht auch Mut. Sie haben Solidarität mit Frankreich gezeigt und zeigen es nach wie vor, über die Grenzen hinweg. Sie stehen auf, sie gehen auf die Straße für unsere Werte, für Freiheit, für Demokratie, für Toleranz und gegen Fanatismus, gegen Fundamentalismus und gegen Terror. Am Dienstagabend nahmen Tausende von Menschen an der Mahnwache der Muslime für Toleranz und Weltoffenheit in Berlin teil. Ich danke den Organisatoren für die rasche Reaktion auf diese schrecklichen Ereignisse in Paris. Und im gemeinsamen Manifest der großen Religionsgemeinschaften in Deutschland wird auch deutlich, im Namen Gottes darf nicht getötet werden. Und wenn 50 Staats- und Regierungschefs in Paris auf die Straße gehen, wenn Millionen von Menschen sich aufmachen zum Marsch der Freiheit und dann auch noch ein muslimischer Arbeiter in dem von Terroristen heimgesuchten jüdischen Geschäft 4 Menschen rettet, meine Damen und Herren, dann wird deutlich, unsere Werte, die sind stärker als der Terror. Und diese Reaktionen der Menschen, der Politiker, die zeigen auch, wir in der freien, offenen Gesellschaft, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, wir lassen uns nicht spalten und wir lassen uns auch nicht einschüchtern. Im Gegenteil, wir rücken ein Stück näher zusammen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in der Welt. Und ich hoffe sehr, dass vom Anfang dieses Jahres, so bitter der 7. Januar für uns alle war, auch ein Signal ausgeht, dass von am Anfang dieses Jahres die Zeit ist, in der wir uns unserer Werte, unserer Grundwerte
der Werte, die uns zusammenhalten, wieder bewusster werden, als das vielleicht sonst im Alltag der Fall ist, und aktiv diese auch verteidigen. Denn die Würde jedes einzelnen Menschen, egal woher er kommt und wie er aussieht, die gegenseitige Toleranz, das Recht auf Leben, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, all das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind Werte, die uns zusammenhalten, Werte, die uns auch die Kraft geben gegen Fundamentalismus, gegen Fanatismus und gegen Terror anzugehen. Aber natürlich stellen sich in so einer Situation dann wieder Fragen. Beispielsweise kann so etwas auch bei uns passieren. Sind wir gerüstet? Tun wir alles für die Sicherheit? Auch wenn wir wissen, dass nicht alles zu verhindern ist, haben wir die Aufgabe, die originäre Aufgabe des Staates, für die Sicherheit unserer Bürger zu sorgen. Und wir alle wissen, ISIS und Al-Qaida, die bedrohen nicht nur einige fremde Staaten weit weg von uns, sondern sie bedrohen auch uns. Und wir alle wissen, wer unsere Werte vernichten will, der greift auch uns an. Und wer unsere französischen Freunde mit Terror und mit Schrecken überzieht, der meint auch uns. Und deshalb war und ist es richtig, dass wir die Kurden in ihrem Kampf gegen die Barbarei der Dschihadisten unterstützen. Mit humanitärer Hilfe, mit Ausrüstung, auch mit Waffen. Und deshalb war und ist es auch richtig, dass wir vor Ort in den betroffenen Regionen die Menschen unterstützen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb ist es auch richtig, dass wir die Ausreise der Dschihadisten unterbinden und Rückkehrer genauer beobachten. Unser Kampf gegen den Terrorismus, der beginnt nicht erst nach den Anschlägen in Paris. Aber diese Anschläge in Paris sind vielleicht Grund und Anlass, noch einmal alles zu überdenken, in aller Ruhe, ohne Aktionismus, ob wir alles getan haben und vielleicht auch den Kampf noch etwas zu verstärken. Unser Kompass dabei, denke ich, muss sein, ein zentraler Grundsatz unserer Rechtstradition, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Und es muss gelten, so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Sicherheit wie nötig. Ich will mich auf drei Punkte im Wesentlichen beschränken. Erstens, wir brauchen einen besseren Überblick darüber, woher die Gefährder kommen und wohin sie wollen. Dazu gehört, dass wir an den Außengrenzen der Europäischen Union die Kontrolle intensivieren. Und dazu gehört auch ein internationaler Informationsaustausch, und dieser muss verbessert werden. Das gilt übrigens auch zum Beispiel für die Fluggastdaten. Und zweitens, wir unterstützen die Bundesregierung bei allen Maßnahmen im Kampf gegen den Extremismus. Das gilt für den Bundesinnenminister mit den Maßnahmen, die er eingeleitet hat, auch gestern wieder, genauso wie für den Bundesjustizminister. Ich bin sehr froh, dass nun die Umsetzung der UN-Resolution auf den Weg gebracht wird. Denn, meine Damen und Herren, wer terroristische Vereinigungen finanziell unterstützt, der muss auch strafrechtlich leichter verfolgt werden können als bisher. Und Gleiches gilt auch für den Besuch von Terrorcamps. Ich sage aber auch bewusst dazu, unserer Meinung nach reicht das nicht, sondern wir sollten auch die Sympathiewerbungen für terroristische Vereinigungen, so wie das früher der Fall war, wieder unter Strafe stellen. Unsere Botschaft muss sein, islamistischer Terror hat auf deutschem Boden keinen Platz. Und wir müssen drittens
die Mindestspeicherung von Verbindungsdaten neu regeln. Es wurde vorhin schon angesprochen. Ich plädiere sehr dafür und bitte darum, das ohne parteipolitische Scheuklappen zu machen und auf den Rat der Sicherheitsleute und der Sicherheitsbehörden, der Polizeigewerkschaften, aller derjenigen, die mit der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus zu tun haben, auf diesen Rat zu hören und diese Ratschläge auch ernst zu nehmen. Es kann ja doch nicht sein, dass wir Verbindungsdaten in der Telekommunikation dann speichern, wenn es um Rechnungen geht, aber dann, wenn es um die Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus geht, dann eben nicht. Das ist nicht mein Verständnis von Sicherheit für die Bürger unseres Landes, meine Damen und Herren. Es ist vielmehr unsere Aufgabe, so verstehe ich zumindest meine politische Arbeit und auch die Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, es ist unsere Aufgabe, für das Wohlergehen der Bürger zu sorgen und für ein glückliches Leben der Menschen zu sorgen. Und zu einem glücklichen Leben gehört Freiheit und Sicherheit. Und das eine, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, geht nicht ohne das andere. Freiheit und Sicherheit gehören in einem demokratischen Rechtsstaat zusammen. Und nur aus der Balance dieser beiden Werte schöpft unsere Gesellschaft auch ihre Kraft. Lassen Sie uns mit der gebotenen Sorgfalt und Gelassenheit, mit der gebotenen Ernsthaftigkeit, aber auch mit der notwendigen Entschiedenheit an die Lösung dieser Aufgabe gehen. Vielen Dank.